Ja, was soll ich denn machen? Wenn es doch läuft, dann läuft's. Heute nochmal hier schön auf die Güster. Hier oben steht's, dritter Fisch. Zack, ist die Güster schon abgeschlossen. Und das am Bärensee. Gar nicht so leicht zu kriegen. Also, ran hier. Zack, da geht's schon wieder rein. Auf Güster am Bärensee. Mann, da wurde ich aber auch direkt hellhörig. Nächste, 500 noch was Gramm, sehr schön. Als es gerade, oder als es gestern Nacht noch hieß, Alden Bärensee, Güster, zack, ich habe hier die Trophy. Das Dingen kriegt man gar nicht mal so easy. Und wenn man denn dann da irgendwo so eine Stelle entdeckt, dann aber hinter und sofort probieren, ob man hier nicht die Güster Trophy abschließen kann. Das Ganze hier ganz easy und entspannt und klassisch, wie man in den letzten Jahren eigentlich immer hier auf Güster geht schon. Immer schön hier mit Karamell. Ich mache mal ein bisschen lauter, so, da haben wir ja auch ein bisschen Ambiente. Also, so sieht das Ganze hier aus. Crème Brûlée. Crème Brûlée und Karamell. Crème Brûlée, Karamell, Sahnedip drauf oder Crème Brûlée und Karamell und Sahnedip oder Crème Brûlée und Milchcreme. Also, diese Variation haben wir drin und dazu die Variation mit den Hakengrößen. Jetzt hier gerade auf dem 8er Haken ist sie reingerasselt. Die Güster Trophy. Dritter Fisch, abgehakt. Wenn das mal so leicht an der Belaya gehen würde, hätte ich da den Ehrenfischer auch schon im Sack. Aber immerhin jetzt hier den nächsten Fisch, die nächste Trophy am Bärensee für den Ehrenfischer. Das heißt, als nächstes geht es hier nochmal auf die Laube. Und irgendwann muss ich noch ein zweites Mal die olle Goldschleie fangen. Ja. Naja, irgendwann wird sie nochmal reingehen, die Goldschleie als Trophy. Lederkarpfen wird auch irgendwann reingehen, mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird schon. Laube, aber auch da nochmal richtig tricky. Die ist tatsächlich auch manchmal 30 Meter weit draußen. Also fürs Laubenangeln, wenn man da einen Spot hat, auch auf jeden Fall viel probieren. Es gibt immer mal wieder auch Stellen grob in Ufernähe, aber eben auch gerne mal weiter draußen. Das heißt, das ist schon ein bisschen tricky. So, wo sind wir denn hier? Ich werfe, wie gerade schon gesagt, 20 Meter weit aus. 20 Meter weit aus, hier an diese Stelle. Und der Alex, der hatte das im Discord geschrieben, der hat auch schon einiges hier gefangen. Der hat aber auch ein paar kleine Karpfen drauf gehabt auf dem Setup. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Verschiedenste Güster und er war noch nicht mal, wenn ich das so sehe, mit einer Futtermische unterwegs. Und natürlich Güster auch gerne mit Futtermische kombinieren. Güster und Futter geht halt immer ganz gut. Ich gucke gerade mal eben nach, hatte ich nicht noch eine Güster hier vom Wolchow? Güstermische, Güster PVA, Karamellcreme Brûlée, Sahne Güster Wolchow, Güster Wolchow, da unten ist es noch von Taschi. Das waren die, glaube ich, ne? Genau, die hatte sie nachgebaut. Also, das ist einfach hier eine Kombination aus dem letzten Video. Die hatte ich jetzt gerade auch schon drauf, allerdings nur dreimal. Die lege ich jetzt aber gleich nochmal wieder nach. Also, einfach mit Perlgraupe, dann mit süße Sahne, Mistwurm, Mistwurm und Sahne. Zack, und dann Lüptes. Also, die schmeiße ich jetzt gleich nochmal rein. Da ist irgendwo was dran, jawohl. Bam. Und da haben wir was Großes und das ist natürlich der Klassiker, ne? Das ist natürlich der Klassiker und das kann natürlich hier gerne passieren. Ich bin hier mit relativ feinem Setup unterwegs, mit 6,4 Kilo. Das heißt, jeder Fisch, der hier in Richtung 5 Kilo geht, der macht natürlich schon Action. Wir haben hier kleine Boilies, das ist schon mal gut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier so richtig große Brocken draufgehen, ist schon mal relativ gering. Aber es kann eben passieren. Das heißt, auch sowas ist jetzt nicht so selten. Das macht es natürlich ein bisschen spannend hier am Bärensee. Und der kann natürlich hier auch gut abhauen. Und im schlimmsten Fall landet er da hinten im Kraut. Oder schlitzt aus im Kraut. Es verhakt sich dann auch noch. Oder. Ich versuch mal, dass er jetzt so langsam hier ein bisschen müde wird. Und vielleicht kriege ich ihn ja noch ran.
Eieieiei. Und er zieht und er zieht und er zieht. Und zwar in weite, weite, weite Ferne. Alter Falter. Ordentlich weit abgezogen ist er jetzt schon. Richtig weit raus. Ich bin jetzt hier zum Glück mit der HSV unterwegs. 300 Meter Schnur ist drauf. Das ist natürlich super praktisch. Wenn ihr hier nicht so viel Schnur drauf habt, zusehen, wenn sowas passiert, dass man rechtzeitig anfängt zu laufen, dass man dann irgendwann eben auch hier um diese Kurve hier kommt. Denn das hier ist super gefährlich. Ihr seht, das geht hier nochmal ein Stückchen nach hinten. Das heißt, man verliert nochmal mehr Schnur und macht nochmal einen größeren Abstand hier. Genau diese Ecke jetzt hier am Bärensee. Ganz gefährlich. Da muss man schnell rum. Das kostet nochmal ordentlich Bremse und so weiter. Aber wenn man dann rum ist, dann ist es geschafft. Und dann eben wieder vorsichtig rankurbeln. Rechte Maustaste Spannung halten. Linke Maustaste wieder einkurbeln, hochziehen, runtergehen lassen, so. Rechte Maustaste loslassen, rechte Maustaste drücken, laufen, rechte Maustaste loslassen, laufen und drücken, loslassen und stehen bleiben. So, immer im Wechsel, dass die unten die ganze Zeit die Spannung bleibt und dann, ja, kriegt man den Brocken auch gleich rein. Wird zwar ein bisschen dauern noch, aber er wird kommen. Und das Setup ist hart am Limit, denn der Fisch ist schwer, aber er hat keine Power mehr. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, er wird jetzt hier langsam reingezogen. Da vorne sieht man schon ein bisschen was. Et gut. Gucken wir mal gleich, was es ist. So, das sieht doch gut aus hier. Ein Schuppi kommt hier langsam an. Also die ganze Zeit hier schön rein, immer in den Blank, ordentlich reingedrückt. Und jetzt holen wir langsam den Kescher raus. Leicht anheben nur. Zack, und da ist er drin. 7,7. Überleg mal. Und das auf dem feinen Setup hier. 7,7 auf nur 6,4. Dementsprechend schnell haut der auch einfach ab. Und hat überhaupt kein Problem hier, einen quasi zu stressen. Aber drinne ist er und jetzt schnell zurück zu den anderen Routen und die nächsten Güster fangen. So, man sieht auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut, wo das hier ist. 55, 31 hier gerade vorbei. Hier ist der Baum und direkt neben dem Baum geht es hier auf die Güster. Wie gerade schon gesagt, 20 Meter weit raus und lohnt sich natürlich auch. So eine olle Güster als Trophy bringt schon 35 Silber knapp. Also das ist doch gar nicht so schlecht. Da kann man mal eben reingehen. Und ja, ich zeige es nochmal gerade hier auf der Map. Also die Güstern, die sind da. Ins PVA waren wir schon, sind wir schon reingegangen. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben auf der Map. Direkt hier ganz unten und dann eben auf 20 Meter weit raus. Gerne mit Futtermische. Wenn ihr kein PVA machen könnt, bastelt euch ein ganz normales Bällchen hier als Futtermische. Es gibt Güster-Futtermische auch als Original-Standard sozusagen. Das hier ist normal Güster. Und wenn man das hier nimmt als Basis für die Güster und dazu eben nochmal irgendwas Sahniges oder Karamelliges eben mit reinmacht, weil man das ja als Köder hat, dann ist das schon mal nicht so schlecht. Also das hier nehmen als Basis und dann vielleicht hier nochmal Sahne als Dip oder als Soße und den Fenchel rauslassen. Und man hat hier drei Komponenten. Die gemahlene Erbse als Basis, Zuckmückenlarve, Fliegenmade. Dann kommt da noch Sahne vielleicht zweimal rein oder einmal Sahne und einmal Karamell. Und dann Sahne als Dip. Dann funktioniert auch das hier schon als Bällchen. Ab in den Futterkorb damit und dann eben locker hier auf 20 Meter raus. Zack, in den Futterkorb rein, in den Clip rein, da in Richtung dieser Bäume und dann läuft das doch hier auf Güster. Aber immer dran denken, vielleicht nicht ganz so super fein reingehen oder einfach drauf gefasst machen, dass bei euch auch eben mal ein dickerer Karpfen hier reingeht und dann Action macht. Also, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr und zur gleichen Zeit live hier auf YouTube. Ist das nicht geil? Bis dahin, Petri.